Norddeutschlands Heuerhäuser erleben einen Boom wie nie zuvor. Über Jahrhunderte waren sie die Behausungen der armen Landbevölkerung. Heute sind sie begehrte Schmuckstücke und bieten viel Raum für neue Ideen, Konzepte und Kreativität. So wie bei Sandra und Alex, die mit ihrem Traum vom eigenen Biohof noch einmal einen kompletten Neustart wagen wollen. Ich glaube, anders kann ein Leben nicht sein, als es vorher war. Also sonst hätte ich um diese Zeit mit Sicherheit im Büro sicher und trocken gesessen. Für Caro, die im Emsland den Kräuterhof betreibt, gehören neue Gastrokonzepte und alte Geschichte einfach zusammen. Experten beim Ausbau der alten Häuser sind dagegen Yannick und Martin, die mit ihrer Zimmerei ihre Leidenschaft für Fachwerk ausleben. Familie Pustrowski widmet ihrem alten Heuerhaus jede freie Minute. Man kann es kaum glauben, aber trotz Umbauphase verstehe ich mich mit meiner Frau trotzdem noch gut. Willi und Rolf lassen es mit ihren Familien bei der Restaurierung dagegen eher langsam angehen. Behalten. Wir haben ja schließlich noch größere Baumaßen. Zu groß. Wer hat denn so eine dicke Birne du hier? Du kannst sie kleiner stellen. So unterschiedlich wie sie sind, eint sie doch ein Gedanke. Die Liebe zu den alten Objekten und der Wunsch, ihnen noch einmal ganz neues Leben einzuhauchen. Als Kinder haben wir hier gespielt, kannst du ja mal vorstellen. Ne? Morgens um 7 auf dem Heuerhof in Elbbergen. Alexander Reichenberger startet in den Tag. Früher war sein Arbeitsplatz im Büro. Heute pendelt er zwischen seiner Lehrstelle auf einem Biohof und der Arbeit auf dem eigenen Acker. Ja, bis vor 3 Jahren war ich Steuerberater mit einer eigenen Kanzlei. Rund 30 Mitarbeiter, 2 weitere Partner. Meine Frau, ja unter anderem Sandra, auch mit dabei. Und habe das genau 10 Jahre selbstständig gemacht, bis zum 30. Juni 2018. Und dann haben wir uns ja auf eine Reise begeben, die eigentlich ja nur als Auszeit 10 Monate so dauern sollte. Und am Ende bin ich nie wiedergekommen. Ne? Also es ist wirklich viel Input. Und es gelingt natürlich auch nicht immer alles. Und das ist schon ungewohnt, weil in den letzten Jahren war man sicher in seinem Metier, hat das beherrscht und hat andere ausgebildet. Und jetzt bin ich wieder in der Situation, wo ich ausgebildet werde. Und das ist schon echt ein krasser Perspektivwechsel. Heuerleute oder auch Mondscheinbauern nennt man die Landarbeiter, die früher tagsüber beim Bauern arbeiteten und abends noch ein kleines gepachtetes Stück Land für sich selbst beackerten. Und so ähnlich fühlt sich Alex manchmal auch. Denn nicht immer bleibt neben der Ausbildung genügend Zeit für das eigene Feld. Jetzt gerade zum ersten Mal. Das ist, mal gucken, wie das Ergebnis nachher wird. Man sieht es ja, wenn es nachher aufläuft, dann erkennt man, okay, wo hat man Überschneidungen, wo ist man nicht schön gerade gefahren. Man muss dann wahrscheinlich über sich selber noch mal ein bisschen schmunzeln. Aber ja, es wird jedes Jahr besser, denke ich dann. Ein Jungbauer unter Zeitdruck. Bevor die nächsten Regenwolken aufziehen, muss die Kleegrassaat unter die Erde. Ja, das findet dann immer, wie das bei Heuerleuten so ist, neben der regulären Arbeit statt. Also ich bin im Moment auf dem Milchviehbetrieb, da hat man jedes zweite Wochenende dann auch ganz normal Melkzeiten. Das heißt, ich nutze die Zeitfenster, die ich habe. Und dann ist es natürlich auch immer eine große Glückssache. Ich hatte im letzten Jahr tatsächlich einige Stücke, wo die Befahrbarkeit dann, wenn ich mal Zeit hatte, nicht da war oder das Wetter einfach nicht passte für bestimmte Maßnahmen. Und da freue ich mich schon drauf, wenn dann nach der Ausbildung ein bisschen mehr Flexibilität da ist. Für Sandra und Alex hat sich mit ihrer Weltreise eine ganz neue Perspektive ergeben. 1 Jahr lang waren sie unterwegs und beschlossen, noch auf der Reise ihr Leben vollkommen zu verändern. Vor allem die Mitarbeit auf Farmen in Südamerika bestärkte sie in ihrem Wunsch, sich auch im Emsland künftig der Biolandwirtschaft zu widmen. Ich glaube, anders kann ein Leben nicht sein, als es vorher war. Also sonst hätte ich um diese Zeit mit Sicherheit im Büro sicher und trocken gesessen. Und nun stehe ich hier im strömenden Regen auf der Wiese. Ich finde es trotzdem super, weil man einfach viel mehr draußen ist, viel naturverbundener, einfach die Jahreszeiten viel mehr mitbekommt und ja, irgendwie dem tatsächlichen Leben einfach näher ist.
Dem wirtschaftlichen Erfolg und der finanziellen Sicherheit von früher trauert Sandra nicht hinterher. Ganz im Gegenteil. Wir haben auf der Reise ja gesehen, wie sehr wir hier auf Kosten des Restes der Welt leben sozusagen. Und da haben wir ja ganz klar für uns entschieden, wir wollen das so nicht weitermachen. Und die Art und Weise, wie wir gelebt haben und auch die Art und Weise mit dem Job, was wir gemacht haben, das war natürlich sehr darauf basiert. Das heißt, wir haben Unternehmen beraten, wie geht es besser, wie geht es schneller, wie könnt ihr mehr Umsatz erzielen, mehr Mitarbeiter beschäftigen, davon mehr profitieren. Und das ist jetzt natürlich eine völlig andere gegensätzliche Sichtweise, die wir hier leben, sondern eher mit weniger, tatsächlich mit Sachen, die nachhaltig produziert werden, mit Tierwohl, wie geht es Hühnern gut, da geht es nicht um Profit, sondern ganz viel einfach auch, wie geht es allen gut. 250 Hühner und 4 Rinder statt 30 Angestellte. Und ein Arbeitstag in Gummistiefeln statt in Anzug und Kostüm. Der Lebenswandel von Sandra und Alex hat auch in ihrem Umfeld für Aufsehen gesorgt. Ja, definitiv haben natürlich Leute sich da schon ein bisschen spottend bemerkbar gemacht am Anfang. Es ist ein bisschen besser geworden, seitdem ich in der Ausbildung mich befinde, dass man gesehen hat, okay, er will es doch noch mal von der Pike auf lernen und macht das dann wirklich über einen langen Zeitraum und arbeitet richtig auf Höfen mit, dann hat man das Gefühl, dass es ein bisschen ernster genommen wird, dass es keine Schnapsidee ist oder einfach so eine Sommerlaune oder sowas. Ne? Momentan bewirtschaften Sandra und Alex 4 Hektar Land. Zu wenig, um ihren Lebensunterhalt von der Landwirtschaft zu bestreiten. Das hängt alles daran, wie viel Fläche wir wirklich vor Ort hier noch zur Bewirtschaftung finden. Das ist für uns im Moment die größte Sorge eigentlich, die mit der Zukunft so ein bisschen verbunden ist. Wovon wir träumen wäre, wenn es dann dazu kommt, ein eigener Hofladen, wo wir wirklich eigene Produkte und ein bisschen Handelsware von anderen Kollegen dann übernehmen können, womit vermarkten können, eventuell mit einem kleinen Gastronomietag, sowas. Das wäre mal ein bisschen weiter gedacht, eine tolle Überlegung. Hallo! Nur wenige Kilometer von Sandra und Alex entfernt liegt der Kräuterhof Rosen, den Caroline Pleuß betreibt. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Gastrobetrieb lange Zeit nur sehr eingeschränkt stattfinden. Doch jetzt beginnt endlich wieder die Saison. Perfektes Wetter für Radfahrer. Und das sind tatsächlich die Tage, wo das bei uns dann richtig rund geht, sonntagsnachmittags. Das merkt man auch. Immer wenn es schon ganz früh losgeht und eigentlich die Vorbereitungen noch gar nicht abgeschlossen sind, das sind die Tage, wo es richtig rund geht, sage ich mal. Rund 15 Mitarbeiterinnen sind auf dem Kräuterhof beschäftigt. Da verliert auch die Chefin schon mal den Überblick. Stehen denn bei uns immer die großen Tassenladies hier? Ja. Die größte Herausforderung ist bei uns immer der Platzmangel in der Küche. Es geht hier zu wie im Taubenschlag. Jeder kommt mit einem großen Tablett. Das Geschirr muss gespült werden, das muss neu dann bestückt werden. Und der ganze Durchgangsverkehr findet hier auf wenigen Quadratmetern einfach statt. Da merkt man einfach, ja, das alte Häuschen natürlich. Alles klar, bis gleich. Vor 20 Jahren wurde die alte Hofstelle zum Gastronomiebetrieb umfunktioniert. Die idyllische, abgelegene Lage am Rande des kleinen Ortes Brahma, mitten in der Natur, machte den Kräuterhof schnell zum Ausflugstipp. Wo früher eine kleine Landwirtschaft betrieben wurde, gehen heute, an sonnigen Tagen, mehr als 2 Dutzend Torten über den Tisch. Der Kräuterhof ist ein Heuerhaus. Das ist hier im Emsland ja ganz typisch. Jetzt unabhängig von unserem Haus hier sind solche kleinen abgelegenen Häuschen hier in der Gegend total begehrt. Sind kaum noch zu kriegen. Es hat mal eine Zeit gegeben früher, wo meine Mutter erzählt hat, dass sie alle leer standen und sehr dunkel sind die auch. Ne? Dass da einfach auch keiner wohnen wollte und alle in die Siedlungen sozusagen abgewandert sind. Aber das ist längst vorbei. Also die sind, gibt es ganz viele, die wunderschön restauriert sind und sind sehr begehrt, um eben ganz abseits wohnen zu können. Auch Caro stammt von Heuerleuten ab. Ihr Vater wuchs noch in einem ganz ähnlichen Haus in der Gegend auf. Die junge Frau ist von der Geschichte des Heuerlingswesens fasziniert und möchte mehr darüber erfahren.
Wir haben uns jetzt für den Kräuterhof auch ein bisschen auf die Suche gemacht, hier im Ort. Und da haben wir von einer Kollegin, von der Kollegin Sophie, hier den Opa befragt. Und mit dem treffen wir uns noch. Der wollte auch noch mal ein bisschen was in Erfahrung bringen und kennt sich das Haus von früher und auch die Leute, die hier vorher mal gewohnt haben. Und der wollte mir dann auch mal zeigen, wie die Räume früher aufgeteilt waren. Da ist alle was umgebaut worden, was wir jetzt auch gar nicht alles so wissen. Und er hat schon gesagt, da wo unsere Küche war, war das Schlafzimmer. Die Geschichte des Heuerlingswesens und die harten, oft unbarmherzigen Lebensverhältnisse der Heuerleute haben Norddeutschland in den letzten 400 Jahren tief geprägt. Doch heute ist nur noch wenig bekannt über diese Menschen und ihr Dasein. Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen, war ein geläufiger Spruch, in dem sich die Abhängigkeit der Heuerleute widerspiegelt. Die größeren Höfe besaßen meist eine oder mehrere Heuerstellen. In den kleinen Häusern lebten die Menschen mit dem Vieh unter einem Dach. Heute unvorstellbar. Doch damals war die abstrahlende Wärme der Tiere auch Heizungsersatz. Viele ledige Knechte oder Mägde mussten, wenn sie heiraten wollten, meist die Höfe der Bauern verlassen. In einem Leben als Heuerling sahen sie dann oft die einzige Chance, sich eine kleine eigene Existenz aufzubauen. Doch auch abgehende Bauernkinder verdingten sich als Heuerlinge, wenn sie das Land der Eltern nicht übernehmen konnten, und wurden damit praktisch über Nacht zu Menschen zweiter Klasse. Im Osnabrücker Land, an der Grenze zu Westfalen, werden die alten Heuerhäuser auch als Kotten bezeichnet. Willi und Rolf haben mit ihren Familien ein altes Haus gepachtet und sind nun dabei, es als Wochenendresidenz auszubauen. Heute soll ein Weg gepflastert werden. Dabei hilft auch Rolfs Sohn Fabian tatkräftig mit. Alles second hand, ne? Weil ich denke, hier das instand zu setzen, kann man nur mit historischem Baumaterial. Das heißt also, wir gucken, wo es sowas gibt. Und ich hätte es jetzt nicht passend gefunden, diesen Weg oder diese Sitzfläche jetzt so mit modernen Klinkersteinen oder so schicken roten oder sowieso erst kein Kunststein, also kein Betonstein oder sowas. Ne? Und die sind so Ziegel. Keine Ahnung, wo die lagen. Jedenfalls passen die gut und sieht schick aus. Historiker Rolf und Lehrer Willi üben sich rund um den Kotten in ungewohnten Tätigkeiten. Mal schauen, inwieweit sich das überhaupt in den Fugen ausbreitet. Doch wo ein Wille ist, ich hole was Neues, ist auch bald ein Weg. Was die handwerklichen Geschichten betrifft, machen von uns vier machen wir beide das. Wie es so gerade kommt. Und wir lernen. Also wir sind ja keine Handwerker in dem Sinne. Das ist jetzt auch seit langer, langer Zeit das erste Mal, dass wir sowas wieder machen. Es wäre ganz schön, man hätte eine fachmännische Anleitung. Man entdeckt vieles neu. Also ich hätte ja nie für möglich gehalten, dass ich jemals mich vor der Aufgabe gestellt sähe, ein Fachwerk zu streichen. Und wie geht man da vor? Also gut, das Schwarze zuerst, das Weiße hinterher. Beim Schwarzen aufpassen, dass man nicht kleckert, weil ehe du das mit Weiß wieder abgedeckt kriegst, ist es auch mühsam. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie es momentan aussieht, dann kann man ja so sehr viel auch nicht falsch machen. Das wird dann schon noch besser aussehen. Und dann streichen wir halt nach mit besserem Wissen. Und das Gleiche wird hier so passieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir nicht schon längst hätten den Schlauch hier drüber fahren lassen müssen. Aber wir haben eben keinen Wasseranschluss im Moment. Also machen wir das erst so. Hinterher ist immer besser als vorher. Da sind wir schon gut zufrieden. Und das Bessere ist des guten Feind. Also Sprüche lernt man hier auch. Sich anzuhören oder selber von sich zu geben. Ja. Zu dem alten Kotten gehört rund ein Hektar Land mit einem alten verwilderten Bauerngarten. Die neuen Pächter wissen, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Doch sie haben beschlossen, auch bei der Gartenarbeit nichts zu überstürzen. Das ist ein bisschen labyrinthmäßig hier. Es geht dann hier weiter. Manche Leute sagen, das ist jetzt hier alles voller Unkraut. Die haben sicherlich nicht Unrecht. Und das ist so die Sache. Ne? Das werden wir sicherlich mal anders machen müssen. Aber das Brennnesseln so hübsch blühen, ist doch auch wieder eine ganz schöne Erfahrung.
und Entdeckung, so wie vieles hier entdeckt werden möchte am Kotten. Anders als die Kötter früher, müssen sich die neuen Pächter nicht von den Früchten des Gartens ernähren. Ja, ich denke, in erster Linie haben sie Kartoffeln, weil Kartoffeln war ein Grundnahrungsmittel. Kein Tag ohne Kartoffeln. Sicherlich an mindestens zwei Mahlzeiten sogar. Also das war sehr wertvoll und das zog auch Fläche und die hat man hier sicherlich gebraucht. Ansonsten etwas, was wir hier auch noch vorfinden, Obstbäume. Wenn es wirklich wohlhabende Kötterverhältnisse waren, dann haben sie eine Kuh gehabt. Das heißt, sie hatten regelmäßig die Milch, haben Butter gemacht. Dann hatten sie ein, zwei Schweine. Dann hatten sie sicherlich Hühner. Da musste keiner einkaufen gehen. Die haben aus ihrem Garten, aus ihrem kleinen Stall, konnten die sich selbst ernähren. Die Familien von Rolf und Willi sind mehr als 40 Jahre befreundet. Früher sind sie mit dem gemeinsam ausgebauten Campingbus auf große Reise gegangen. Heute suchen sie die Erholung in der Heimat. Ich habe ein Rollbrett hier. Ich bin immer hier vorbeigefahren. Im Prinzip so ein bisschen gelurrt, weil das hier so ein bisschen schon einsam war. Und Christine hat immer gesagt, was willst du hierher fahren? Ich sage, nur mal gucken, ich sage, nur mal ein bisschen schwelgen. Und dann kam diese Anfrage und dann hat sich sozusagen der Kindheitstraum erfüllt in Corona-Zeiten. Und das ist sozusagen ja, die südlichste Stelle meiner Heimat. Also mein Elternhaus ist gerade mal 2 Kilometer von hier. Das Haus von meinen Großeltern, Tischlerei Beermann, ist da vorne. Alles, was hier in Sichtweite ist, kenne ich von Kindesbeinen an. Und das Teil fand ich immer schon sehr schön. So kann man auch manchmal Glück haben. Wir haben das ja komplett, so wie es war, wie wir es vorgefunden haben, es übernommen mit allem Inventar. Und da sind natürlich sehr viele nützliche Dinge dabei, aber eben auch viel, ja, was noch in noch ungezählten, das wissen wir nicht, wie viel Entrümpelungsaktionen es noch bedarf, um das dann also ein bisschen mal frei zu machen, ne? Damit wir ein bisschen mit unseren Sachen auch nachrücken können. Aber das schreckt uns nicht. Eine Gegend, in der Fachwerk, Heuerlingswesen und Landwirtschaft eine besonders große Rolle spielen, ist das Artland. In Quakenbrück, im Herzen der Region, befindet sich die Zimmerei Bäker. Das Familienunternehmen restauriert seit Jahren alte Höfe und Heuerhäuser. Martin Hugenberg und Jannik Bäker sind die Chefs und echte Experten, was die Restaurierung von alten Gebäuden angeht. Nicht schon wieder, alles nicht so chronisch. Ganz schlecht sieht es nicht aus. Wir haben es eigentlich gar nicht so unbedingt spezialisiert. Es hat sich einfach irgendwie hat sich das ergeben. Und wir haben einfach auch Leute, die das so gut können. Ne? Die einzigartige Fachwerkarchitektur ist ein großer kultureller Schatz des Artlandes und zeugt vom Wohlstand vergangener Jahrhunderte. Die Bauern waren richtig reich damals. Die haben richtig gutes Geld verdient. Die hatten natürlich zum einen hier super Boden. Der Boden war ausgesprochen fruchtbar. Die hatten das Heuerlingswesen, kommt auch wieder dazu. Die hatten auch billige Arbeitskräfte. Und so haben die also wirklich die haben richtig viel Geld verdient, so vor 200, 300 Jahren oder so. Die waren richtig stinkreich. Das war wohl so. Für Martin Hugenberg ist jedes neue Projekt auch eine kleine Reise in die Vergangenheit. Die Verbindung von traditionellem Handwerk und modernster Technik ist für ihn kein Widerspruch. Das finde ich eigentlich immer interessant. Jedes Gebäude erzählt einem erstmal eine Geschichte. Meine Eltern waren beide sind beide auf einer Heuerstelle praktisch aufgewachsen. Mein Vater ist 1905 geboren und die haben natürlich viel erzählt. Und ich bin auch noch in so einem alten Heuerhaus geboren, mein erstes Lebensjahr da verbracht. Und dann haben meine Eltern den Schritt gewagt und haben dann irgendwo sich was Eigenes aufgebaut. Aber die sagten eben auch in diesem Heuerhaus, wo ich da als Säugling wohl im kleinen Zimmer gelegen habe im Winter, waren die Wände von innen weiß gefroren. Ne? Das war dann also
Das waren schon ziemlich heftige Zustände. Aus diesen ganzen Erzählungen, wenn man dann in so ein altes Heuerhaus reinkommt, so dann verknüpfen sich die Erinnerungen aus der Kindheit, aus den Erzählungen der Eltern, die verknüpfen sich dann wieder mit den Bildern, die man jetzt auf so einer Baustelle sieht. Ne? Martins aktuelles Projekt ist der Ausbau einer alten Scheune. Das dazugehörige Heuerhaus hat die Zimmerei bereits durchsaniert. Es ist im Besitz von Familie Pustrowski und soll einmal bis zu 12 Feriengäste beherbergen. Nun soll noch die anliegende Scheune zu einem Wohnhaus umgebaut werden. Früher wurden die Behausungen der Heuerleute oft aus Restmaterialien zusammengebaut. Heute macht das die Arbeit von Martin Hugenberg manchmal ein bisschen komplizierter. Es ist wirklich schwer zu sagen, wie alt so ein Ding ist. Oder wenn man sich den Ständer da anguckt, diesen Eckständer da, der ist so oft schon geflickt. Und das obere, die Löcher, die da drin sind, gehören auch nicht wirklich dahin. Also das war mal was ganz anderes. Und dann ist der unten mal verrottet gewesen, da haben sie unten schon mal ein Stück dran gebastelt. Also das Stück Holz, das kann 300 Jahre und älter sein, das weiß man nicht. Ne? Das kriegt man erst raus, wenn man wirklich das Holz selbst untersucht. Aber dann weiß man noch nicht, wie alt das Gebäude ist. Also das ist schon sehr spannend. Ne? Auch für Anja und Wolfgang Pustrowski ist der Ausbau der alten Hofstelle ein großes Abenteuer. Mit ihren beiden Söhnen helfen sie in jeder freien Minute mit. Wir sind angefangen im April 20 mit den Umbauarbeiten tatsächlich zu Corona, das uns ein bisschen wirklich in die Karten gespielt hat, weil die Jungs ja keine Schule hatten, die waren zu Hause. Wir sind mit dem Minigabagger, mit dem Radlader angefangen. So hätte ich das schon länger gemacht. Hau ein, Max. Bumm, bumm, bumm. Steckt viel Energie drin und so ist das ein Familienprojekt, was auch uns viel Spaß macht, das muss man dazu sagen, wirklich. Man kann es kaum glauben, aber trotz Umbauphase verstehe ich mich mit meiner Frau trotzdem noch gut. Auf dem Heuerhof in Ellbergen hat für Alex und Sandra ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie haben einen kleinen Sohn bekommen. Und Alex hat seine Ausbildung zum Landwirt erfolgreich abgeschlossen. Nun kann er wieder frei über seine Zeit bestimmen. Heute steht für die beiden ein ganz besonderer Termin auf dem Plan, auf den sie sich sehr freuen. Das wöchentliche Treffen der solidarischen Landwirtschaftsgruppe. 16 Familien, die reihum von der Saat bis zur Ernte beim Gemüseanbau mithelfen. Die ersten Jacken hängen schon, also sie haben sich schon warm gearbeitet. Guten Morgen. Hallo. 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 Na ihr? Kam der Wind so durch? Nee, ist zugeknallt wahrscheinlich. Der Begriff Solawi steht für solidarische Landwirtschaft. Und das bedeutet, dass halt der Bauer nicht alleine für seine Tasche wirtschaftet, sondern sozusagen die Ernte geteilt wird zwischen vielen Personen und auch die Wagnisse einer Ernte quasi durch die Gemeinschaft getragen werden. Und nicht der Bauer alleine dieses Risiko trägt, sondern sich das halt durch die Gemeinschaft aufgeteilt wird. Im ganzen Emsland gibt es nur noch ein weiteres Solawi-Projekt. Doch für Sandra und Alex ist diese Art der Landwirtschaft ein Zukunftsmodell. Und überall im Moment in der Branche redet man von Wertschätzung und dass die Bauern keine Wertschätzung bekommen. Aber der ganze Produktionsvorgang ist so abgeschottet, eigentlich von der Bevölkerung,
dass eigentlich keiner mehr eine Ahnung hat, wie überhaupt. Viele Kinder wissen das gar nicht mehr, wo kommt eigentlich das Gemüse her, und auch Erwachsene inzwischen. Insofern ist das schon eine Maßnahme, die Wertschätzung fördert. Die Ernte als gemeinschaftliches Erlebnis. Was im letzten Jahrhundert noch gang und gäbe war, wird heute zum kleinen Event. Stressabbau inklusive. Große Freude, mit anderen zusammen hier zu arbeiten und zu ackern im wahrsten Sinne. Das ist ein total schöner Ausgleich, finde ich. Als wir hörten, dass es hier möglich ist, haben wir keine Sekunde überlegt, da mitzumachen. Wussten wir sofort, das ist genau das Richtige. Das ist schön einfach, so das zusammen zu machen, hier die Möglichkeit haben, so zusammen was zu säen, aber auch dann irgendwann zu ernten. Das macht sehr viel Spaß hier. Nach 4 Stunden Arbeit wird die Ernte aufgeteilt. Anders als in seinem früheren Beruf muss es Alex dabei nicht ganz so genau nehmen. Also wir machen das einfach so Pi mal Daumen, verteilen das. Insofern lassen sich alle jede Woche überraschen. Meistens kommt Samstagmorgens, weil auch Wochenmarkt in Lingen ist, immer so die Mail, okay, mit was können wir planen ungefähr, mit welcher Kultur, damit wir den Rest kaufen können. Gibt es heute Salat oder nicht? Und der Rest, ja, freuen sich einfach alle über die Kiste, was dann so drin ist. Überraschung. Noch reicht der Ertrag auf dem Heuerhof nicht, um das wirtschaftliche Überleben der Familie zu sichern. Auf dem Feld, wo er im Frühjahr das Kleegras ausgesät hat, macht sich Alex Gedanken über die Zukunft. Ich bin jetzt ja mit der Berufsausbildung fertig. Also komplett wieder mein eigener Herr. Und einerseits genieße ich das sehr, dass ich meine Zeit wieder frei verfügen kann. Andererseits hat es natürlich jetzt auch die absolute Verantwortung für das eigene Tun. Und es ist unsere Existenz, um die es hier auch geht. Also wir versuchen uns hier was aufzubauen und das soll auch wirtschaftlich funktionieren. Und natürlich ist das nicht ohne Sorge. Es ist schon permanent da, dieser Gedanke. Kriegt man das wirklich auf Dauer hin? Also, das kann ich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich probiere das jetzt einfach aus. Zurück auf dem Kräuterhof. Dort hat Caro heute ganz besonderen Besuch. Josef Cooper war der letzte Knecht im Ort und kann sich noch gut an die Zeit der Heuerleute erinnern. Ja, ich habe das miterlebt, wie die gelebt haben hier, weil ich ja auch beim Heuermann groß geworden bin, nicht? Und dann kriegt man das ja automatisch mit, nicht? Ja, mein Vater, der ist aus der Kriegsgefangenschaft gekommen und dann bin ich, habe ich Angst vor gehabt, weil ich den ja nicht kannte, nicht? Und dann bin ich zu meinem Onkel gefahren und die hatten keine Kinder und dann bin ich da hängen geblieben, nicht? Ja, der war ein Heuermann, ein richtig Heuermann. Da mussten wir dann immer zum Bauer helfen, wenn der Bauer sagte, hier, ihr müsst jetzt kommen. Und dann mussten die mir helfen. Die hatten ja Wohnung und Land kostenlos beim Bauer. Und da mussten die für arbeiten. Hier waren so, früher waren hier so 10 Heuerleute, ne? Hier im Dorf verteilt. Ja, als Kind musste man mithelfen, immer. Wenn man konnte, musste gemacht werden. Da gab es nichts. Ich gehe mal hin. In der Disco rein und so. Da wurde dann in der Ernte auch, dann wurde abends zum kleinen Bach gefahren hier. Da wurde der gebadet, dann war man sauber. Duschen gab es ja nicht. Da konnte man nicht. Im Inneren des Hauses erinnert heute nur noch wenig an die Zeit, als die arme Landbevölkerung hier ohne Elektrizität und fließend Wasser lebte. Doch manches weckt trotzdem noch Erinnerungen bei Josef Cooper. Da kamen abends die Füße drin. Hier kamen die Füße rein? Da kamen die Füße rein. Da hatten wir warme Füße. Guck mal hier, ich habe was gefunden. Da sitzt ein Schwein drin. Dann hatte man warme Füße und kalten Rücken. Wie war das früher hier? Ja, hier standen früher die Pferde, die Kühe. Also Schweine und Kühe hatten die hier drin. Hatten die denn gar keine Hühner? Ja, Hühner hatten die jede Menge. Jeder Heuermann hatte früher viel Hühner. Weil die haben die Eier immer aufgesammelt und dann wurden die Eier verkauft. Und da wurde dann, was man sonst so im Haushalt brauchte, Salz und Mehl und sowas, das wurde dann vom Eiergeld gekauft.
Und die haben die nicht aufgegessen, die Eier? Nee, die gab es ganz selten. Nur wenn Besuch war, dann gab es mal ein Ei. Sonst nicht? Ja. Das ist ja interessant. Da haben die Eier alle verkauft, damit sie noch die zusätzlichen Sachen... Aber viele Sachen wurden nicht gekauft bestimmt, ne? Mehl? Nee, da gab es... Mehl wurde gekauft und dann, das Brot wurde selber gebacken. Und da gab es Kartoffeln in der Pfanne abends und so. Da ja. wurde ja nichts. Wurde nicht. Gab keine Pizza. Nee, Pizza gab's nicht. Um der Armut zu entkommen, wanderten vor allem im 19. Jahrhundert viele Heuerleute nach Amerika aus oder hofften als sogenannte Hollandgänger ihr Glück im Nachbarland zu finden. Vor allem mit der harten Arbeit im Moor versuchten sie sich eine neue Existenz aufzubauen. Trotzdem blieb das Heuerlingswesen lange weit verbreitet. Erst ab den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde es rapide weniger. Mit der Mechanisierung der Landwirtschaft wurde die Arbeitskraft von Mensch und Tier nun weniger benötigt. Für die Heuerleute boten sich nun neue und meist besser bezahlte Arbeitsplätze im Straßenbau und in der Industrie. Zurück blieben oft die verlassenen Heuerhäuser, die als Schandflecke in vielen Fällen für einen Kasten Bier von der Feuerwehr beim sogenannten warmen Abriss für Brandübungen genutzt wurden. Auch im Osnabrücker Land sind viele der alten Kotten längst abgerissen oder verfallen. Umso wichtiger ist es für Willi und Rolf, ihr altes Haus zu erhalten und wieder herzurichten. Hier hätten wir zuerst reinlegen müssen. Aber dass der unten ist. Das war's. Noch ein bisschen. Ja, wir werden aufräumen, entrümpeln, Schätze suchen, vielleicht das über das ein oder andere diskutieren, ob wir was behalten können oder nicht. Wir hoffen auf Überraschungen. So, dann wollen wir mal ein bisschen Ordnung schaffen. Guck mal den hier, ne? Das ist doch ein Winterfund, oder? Wie war das? Ja, der kommt vom... So, was haben wir denn hier noch? Ein Tablett? Das behalten wir. Das kommt, das kommt in den Biergarten. Ah, für den Biergarten. Ja, für die Selbstbedienung. Ja, wunderbar. Das sind die besseren. Hier zum Beispiel wahrscheinlich ein paar Milton Goethes Werke. Mhm. Also, ich würde jetzt sagen, behalten es. Okay, haben wir einen Karton, wo wir es reintun können? Ja, du kannst auch. Wir hätten sie in allen Farben. Mir sind solche Helme immer zu klein. Ja, es geht tatsächlich. Zu klein? Ja, dann nimm den ja. Musst du den. Dann nimm du den weißen. Einiges mitgemacht. Sehr cool. Frage an euch. Ja. Wie wichtig ist es denn, dass ihr euch so gut kennt bei dem Projekt, was ihr hier macht? Das ist unerlässlich. Das ist zu groß. Es ist unerlässlich, sonst würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Das würde zu Unverständnis führen, weswegen man sich überhaupt über solche Dinge hier austauscht. Es gibt unterschiedliche Weisen, mit der Vergangenheit umzugehen. Und hier ist es eine bewusste Auseinandersetzung mit allen Zeitschichten, die wir hier vorfinden. Behalten. Wir haben ja schließlich noch größere Baumassen. Zu groß. Wer hat denn so eine dicke Birne, der du hier... Du kannst sie kleiner stellen, so. Das ist ja nicht das Thema. 30 Volt drauf. Okay. Jetzt ziehst du ein bisschen vor. Prost. Die alten Heuerhäuser haben in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt. Der alte Kotten von Willi und Rolf ist rund 170 Jahre alt. Ich glaube nicht. Also man verliert keine Zeit, sondern man gewinnt ja eigentlich Zeit. Ne? Wir sitzen jetzt nett zusammen und unterhalten uns darüber, jetzt schon das zweite oder das dritte Mal, ob dieses Objekt nun Bestand haben soll oder nicht. Und das ist doch ein Zeitgewinn. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Und hier kann man das sozusagen über 150 Jahre verfolgen, Nachhaltigkeit. Macht schon Spaß. Ist übrigens auch ein wichtiger Gesichtspunkt, der uns leitet. Weil wir sind ja in so einer Wegwerfgesellschaft.
Aber so langsam mit Repair-Cafés und so gibt es ja auch durchaus einen Bewusstseinswandel, dass man die Dinge mehr wertschätzt, als man das in der Vergangenheit tat. Und die Dinge einfach weiter zu nutzen, sofern sie reparabel sind oder eben in einem Zustand, wo wir so denken, für uns ist das okay. Mit dem Bauern, dem der Korken gehört, haben Willi und Rolf die Absprache, dass sie sich um die kleinen Schäden kümmern, die großen Renovierungen jedoch der Verpächter übernimmt. Beim Schuppen, der früher auch als Räucherkammer und Hühnerstall diente, ist schnell klar, dass sie professionelle Hilfe brauchen. Und über zu wenig Arbeit können sich die beiden ja eh nicht beklagen. Versuch mal jetzt hier rumzukommen. Du musst da hoch. Ja, ja. Ja, genau. Ja. So, und? Oh, ist etwas. Scheiß Schrank. Geht nix? Ja, doch. Kannst du ein bisschen drücken? Wohin? Kannst du ihn so drehen? Rolf, nach vorne? Jawohl. Entschuldigung. Mal runter. Einmal zu. Kommst du da irgendwie ja, hinter? Ja, ich bin dabei. Jetzt. Jetzt kommen wir voran. Vorsichtig an der Tür hier. Ja, ja. Nee, da ist der. Ja, ja. So. So. Gut. Ja. Da soll der alte Befermann wohl oft drauf gesessen haben und hat die Miete abgerechnet. Ein archäologisches Fundstück. Nee, das machst wir werden du das jetzt zusammensetzen, genau. So. So, sehr schön. Dann wir noch ein bisschen an der Wand, damit es besser steht. So, dann hole ich noch das Brett, was fehlt. Sehr schön. Ein bisschen Farbe und alles ist gut. Ja, es ist natürlich schon etwas romantisierend, verklärend so in der Rückschau, wie die Bank, die wir da gerade herausgezogen haben, die vermutlich ja nicht mehr zu retten sein wird. Ja, das ist dann so auch dieser Gedanke, den man hat. Wer mag da drauf gesessen haben? Das ist für mich tatsächlich ein Stück gelebte Heimat. Auf der Baustelle im Artland haben Martin Hugenberg und seine Männer mit dem Dachausbau der alten Scheune begonnen. Bei der Fensterplanung stehen noch ein paar kleine Änderungen an. Wie auch das Haupthaus steht die Scheune unter Denkmalschutz. Das macht die Arbeit nicht einfacher. Hier bei den ganzen alten Heuhäusern ist das echt immer das größte Problem, dass man genug Licht in die Räume reinkriegt. Das ist wirklich so, ne? Dass diese ganzen Dielenbereiche und so, die sind einfach immer dunkel. Das wird dann oft über die alte Dielentür dann nochmal wieder so ein bisschen kompensiert. Dass da dann spielt meistens die Denkmalpflege auch mit, dass man sagt, okay, die alte große Dielen, das Dielentor ist meistens ja auch 3 Meter breit, 3 Meter hoch, dass da dann auch wohl erlaubt wird, dass da ein Glaselement reinkommt. Ne? Das hilft natürlich schon ziemlich, weil sonst wären das wirklich dunkle Höhlen alles. Ne? Seit 3 Monaten sind die Männer mit dem Ausbau beschäftigt. Nun muss es schnell gehen. Der Herbst steht vor der Tür. Unser Holz, das ist ja alles getrocknetes Holz, das wir hier verbauen. Wir verbauen überhaupt kein frisches Bauholz, schon ewig nicht mehr. Und das darf natürlich nicht nass werden. Ne? Deswegen müssen wir zusehen, dass wir außen das Gebäude dicht kriegen. Und dann ist bei uns wieder, geht bei uns der Druck wieder ein bisschen raus. Ein altes Gebäude für viele weitere Generationen auszubauen, ist für Martin immer wieder ein kleines Abenteuer, auf das er stolz ist. Wenn man sich überlegt, dass so ein Heuerhaus oder jetzt einmal diese Scheune hier, dass die wahrscheinlich schon 100 Jahre irgendwo anders gestanden hat, abgebaut und hier wieder aufgebaut worden ist, als etwas größere Scheune, da wahrscheinlich auch noch mal irgendwie 100 Jahre gestanden hat, dass sie jetzt noch mal einmal in komplett neue Phase eintritt als Wohnhaus und vermutlich dann auch noch mal locker die 100 Jahre wieder erreicht. Das ist schon nachhaltig, das kann man schon sagen. Ne? Das ist schon was Tolles. Parallel zum Ausbau der Scheune sind Anja und Wolfgang Pustrowski mit den letzten kleinen Arbeiten am Haupthaus beschäftigt. Aber ich glaube, wenn wir die rundherum bearbeiten,
sieht die nachher richtig gut wieder aus. Ich denke, das wird sich lohnen, die Arbeit. Besonders Anja Pustrowski fühlt eine ganz besondere Verbundenheit zum Haus. Ich war als kleines Kind oft hier so mit 6, 7 Jahren, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Da kann ich mich wirklich auch an Einzelheiten erinnern. Zum Beispiel sind es tatsächlich diese Milchkannen. Diese Milchkannen haben immer an dem Heuerhaus auf einem Haken verkehrt rumgehangen. Und ich finde es jetzt ganz toll, dass ich die wieder aufarbeiten kann, um sie tatsächlich dann auch wieder an Ort und Stelle hinzuhängen. Die Arbeiten an der alten Scheune gehen schnell voran. Die Pustrowskis hoffen, dass sie ab dem kommenden Frühjahr das alte Heuerhaus an Urlauber vermieten können. In der alten Scheune können dann die Hausverwalter wohnen. Ich glaube schon, das ist für alle, auch für unsere beiden Kinder, Familienprojekt ist, was uns tatsächlich zusammenschweißt. Ich glaube, dass wir auch in 10 Jahren, wenn die Renovierung hier abgeschlossen ist, wir sagen, oh, guck mal, wisst ihr noch, was wir hier damals alles gerissen haben? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Hier die aktuellen Bilder. Grüß mal. So sehen wir aus, geschafft. Das kommt von jedem Tag arbeiten. So. Sieht auf alle Fälle so schon mal sehr schön aus, oder? Ja. Was meinst du? Ja, schick, oder? Ja, finde ich auch. Kommt dir wieder richtig schön zur Geltung, oder? Ja, da kommen dann die Fälle rein. Ja. Da kann dann jeder Besucher, wie er möchte, sich das Fell da rausnehmen, oder? Genau, finde ich auch. Ja, bis vor 15 Jahren lebte Anjas Onkel in dem Haus noch mit seinen Kühen unter einem Dach. Daran erinnert heute nichts mehr. Trotzdem haben die Pustrowskis auf die Verbindung von Alt und Neu großen Wert gelegt. Noch entscheiden, welchen Farbton wir für die Waschbecken nehmen wollen, ne? Ja, okay. Da musst du dich noch entscheiden. Geh mal vor. Ob weiß, hellgrau, dunkelgrau, da musst du mir sagen. Also meiner Mama zum Beispiel, wenn ich das jetzt, der ist das zu viel. Die kann mit diesem Modernen so gar nichts irgendwie großartig anfangen, wenn ich ihr irgendwie was erkläre. Aber die, das muss man auch ganz anders einordnen. Bei deiner Mama, die hat, wenn die das Haus hier sieht und die betritt die Räumlichkeiten, dann hat sie ein ganz anderes Bild vor Augen, als wenn wir es waren. Ja. Wir sehen das Neue, wir sehen die Renovierung, wir sehen auch die einzelnen Abschnitte da drin. Deine Mama kommt hier jede Woche oder alle 14 Tage einmal rein, hat aber noch dieses Bild von vor 30 Jahren vor Augen oder 50 Jahren vor Augen. So, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das wird auf Dauer sich verlieren, aber im Moment darf man die Oma damit auch nicht überfordern. Ne? Spurensuche mit Familienfotos. Noch ranken sich viele kleine Geheimnisse um das Haus. Wie lange die Familie als Säuerlinge tätig war und wann sie das Haus vom Bauern schließlich kauften, das kann auch Anjas Mutter nicht mit Gewissheit sagen. Hier an dieser Seite hingen die Milchkannen. Die Milchkannen, ne? Ja, genau. Genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass hier die Milchkannen hängen. Jetzt hängen sie da leider nicht mehr, aber wir haben eine Milchkanne gefunden. Da steht der Name von meinem Opa drauf, Otto Krümpel, genau. Und da werden wir die Milchkanne dann auch wieder hinhängen. Das soll Hermann wohl sein, der Sonnenflügen oder Eggen oder was auch immer. Das denn da Nieschen von Längerich und Onkel Willi? Ich glaube auch wirklich, dass man jetzt erst so die Wertigkeit erkennt, die man vorher, glaube ich, nie hatte. Mir war das nie bewusst, dass meine Mama hier mit ihren Eltern und ihren Großeltern schon gelebt hat. Da habe ich nie irgendwie großartig drüber nachgedacht. Das ist schon, und jetzt, wenn man die Bilder so sieht und ich sie frage, und fällt mir das immer noch ein bisschen schwer, das zuzuordnen, aber das ist schon wirklich, das hat schon was ganz Besonderes, dass man weiß, boah, da haben schon so viele Leute, die meiner Mama nahe gestanden haben, auch irgendwie drin gelebt. Selbst die Großeltern schon, ja. Leute wirklich ihr Leben drin verbracht und es ist immer an Generationen dann quasi irgendwie weitergegangen, genau. Bist du hier eigentlich drin geboren, Oma? Ja. Also in dem Haus selber? Also ja, man ist jetzt nicht ins Krankenhaus gefahren oder so? Nee. Damals war das ja nicht so. Schon verrückt, wenn man da so drüber nachdenkt. Nee, ne? Damals war das ja noch gar nicht so. Ja, schon, hat schon was ganz Besonderes. Ja, dann wächst natürlich so emotional der Wert des Hauses ja noch um ein Vielfaches mehr, ne? Also dann ist es nicht nur ein Gegenstand, sondern das ist jetzt auch so ein Platz der Geschichte meiner Frau. Und ich finde das auch sehr faszinierend hier mit diesen Bildern. Also ich finde es einfach toll. Wilma und der Willi.
Bei Alex auf dem Heuerhof ist ein ganz besonderer Tag angebrochen. Der Emmerweizen ist erntereif. Es ist gar nicht so einfach für diese kleinen Flächen. Für den Lohnunternehmer, der mit uns zusammenarbeitet, bin ich natürlich ein totaler Exot, ganz kleine Fläche. Und bin mega dankbar, dass er mich einfach dazwischen nimmt. Ist auch nicht so ganz selbstverständlich, weil die Größe der Landwirtschaft natürlich inzwischen im Allgemeinen eine deutlich andere ist. Aber es ist meine allererste Ernte, die ich da miterleben darf. Ich hatte ja schon mal den Winterweizen angebaut. Da war ich allerdings im Lehrbetrieb an dem Tag, wo er gedroschen wurde. Insofern das allererste Mal, wo ich dann bei der eigenen Ernte auch dabei sein kann. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf und bin ja, mega gespannt. Schon ganz was anderes als am Anfang, ne? Das Randstück da. Ne? Ja. Das sieht gut aus. Rund einen Hektar groß ist die Fläche, auf der Alex den Emmer, eine der ältesten Getreidesorten der Welt, angebaut hat. Da ist die Ernte schnell eingefahren. Ich bin sehr gespannt, wie viel Gewicht das ist. Ja, deutlich mehr als der Weizenertrag letztes Jahr. Ich bin ja abends aus dem Lehrbetrieb zum Feld gekommen und habe dann nur gesehen, wie enttäuschend wenig in dem Anhänger war. Und jetzt erstmal war es schön, das mitzuerleben. Und das ist auch eine ganz andere Menge. Also ich bin gespannt gleich, was die Waage sagt. Sieht aber gut aus. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. .5620 hatten wir leer. Das springt da gleich um. .6640. Also eine Tonne. Okay. Sieht irgendwie mehr aus. Aber ich bin trotzdem glücklich. Ich muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben haben in den nächsten Jahren. Insofern, alles gut. Auch wenn die Ernte nicht ganz so üppig ausgefallen ist, wie erhofft, blicken Sandra und Alex zuversichtlich in die Zukunft. Seit wenigen Wochen wissen sie, dass sie rund 15 Hektar neue Flächen dazu pachten können. Ein weiterer Schritt, um endlich von der Landwirtschaft leben zu können. Im alten Schuppen arbeitet Alex mit Tochter Henny bereits am nächsten Projekt. Ja, die Baustelle, in der wir uns hier gerade befinden, das ist unser zukünftiger Hofladen. Wir haben uns dann doch jetzt ein bisschen vorgezogen, entschlossen, unseren Traum nicht abzuwarten, sondern direkt umzusetzen. Also der Traum ist ja, aus diesem Betrieb, den wir hier gegründet haben, wirklich seinen Lebensunterhalt komplett bestreiten zu können. Also man sagt, okay, mit den Flächen, die wir bewirtschaften, mit den Sachen, die wir hier erzeugen, auf die Art und Weise, wie wir es machen, kriegen wir das hin, auch wirklich als Familie auf Dauer zu leben. Früher hätte Alex für solche Aufgaben einen Handwerker beauftragt. Heute greift er selber zum Pinsel. Bei all dem, was wir jetzt neu lernen, kommen natürlich auch Momente der Erschöpfung, also totale Erschöpfung. Ich glaube, das ist auch normal und das ist auch gut, weil es uns eigentlich zeigt, dass wir wirklich ja, alles geben. Auch wenn das nicht so wäre, dann würden wir es ja irgendwie nicht richtig angehen, meiner Meinung nach. Das war auch in den Vorjahren bei der anderen Branche, in der wir gearbeitet haben, sind wir eigentlich auch immer bis an unsere Leistungsgrenze gegangen. Und das hat uns auch viel Spaß gemacht. Und nur so wird es am Ende auch was. Also das kann man nicht halbherzig machen, glaube ich. Aber das sind so Punkte, wo du schon manchmal hinkommst und merkst, dass dir das einfach in den Knochen steckt, was du da tust. Hi. Na, hast geschafft heute. Ja, habe ich. Ja? Oh, sieht ja schon besser aus hier. Ja. Wird ja heller schon wieder. Trocknet so langsam. Mhm. Auf 25 Quadratmetern wollen sie bald einmal in der Woche die eigenen Produkte sowie Erzeugnisse von anderen Biohöfen verkaufen. Also in gut einem Monat wollen wir ja eröffnen.
Das ist natürlich sehr spannend. Wir liegen ganz gut im Zeitplan und sind da ganz optimistisch, dass wir das auch ja, zu einem vernünftigen Start hinbekommen. Die nächsten Schritte sind natürlich jetzt, wenn gestrichen ist, dass die Möblierung erfolgt, das Warenwirtschaftssystem zu pflegen, Waren einzuräumen, etikettieren etc. Das ist nochmal ganz schön was, genau. Mhm. Ja. Aber das macht auch richtig Spaß. Also jetzt kommen eigentlich die Sachen, die richtig Spaß machen. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Rolf und Willi haben bei ihrer Spurensuche zum alten Kotten einen seltenen Fund gemacht, der sie weit in die Vergangenheit des Hauses zurückführt. Das ist seine Frau. Das ist das einzige Bild, was ich gefunden habe. Ja gut, das ist er da im Rahmen. Ja, das ist seine Todesanzeige. Die habe ich auch noch gefunden. Dann kommt. Das ist ein Pachtbuch. Das Buch des Bauern Befermann, wo er also sämtliche Pachtvorgänge drin notiert, mit den einzelnen Pächtern. Und dann wird jeweils vermerkt, wann die bezahlt haben. Ich muss mich da so ein bisschen einlesen. Das ist nämlich ganz neu. Willi hat das jetzt von der Bäuerin leihweise bekommen. Und das ist natürlich eine wunderbare und auch wirklich seltene Quelle. Sicherheit. In dem Pachtbuch landet man dann schnell auch in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich glaube, hier kann man das jetzt ganz schön zeigen, wie einfach das war. Also hier in der mittleren Spalte, ich nehme das jetzt mal als Beispiel raus. Die Abrechnung für das Jahr 1953-54. Es wird also ein ganzes Kalenderjahr abgerechnet. Hat Wilhelm Rolf 62 Arbeitstage. Also er hat 62 Tage, der Kötter, der Heuerling, für den Bauern gearbeitet. Davon werden 30 Arbeitstage mit 2 D-Mark pro Tag, also nicht pro Stunde oder pro Viertelstunde, sondern pro Tag gerechnet und 32 Arbeitstage mit 5 D-Mark. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist ja dann mehr als so viel, möglicherweise. Das ist mir überall aufgefallen. Das heißt, ihm stehen zu für das ganze Jahr 220 D-Mark. So, dafür bezahlt er für dieses Haus, in dem er mit seiner Familie lebt, eine Jahrespacht von 105 D-Mark. Der bezahlt also keine Monatsmiete, sondern das bezahlt er einmal im Jahr. Dann ist die Lichtanlage, damit ist gemeint hier die Stromanlage. Dafür muss er auch eine Jahrespacht bezahlen. Das sind immer 12 Mark, das habe ich schon mal hier verglichen. Das sind 117 Mark. Das heißt, er kriegt unterm Strich 103 D-Mark ausgezahlt. Fertig. Damit ist alles erledigt. Kein Girokonto, kein Dauerauftrag, keine Kaution, gar nichts. Und dann geht es hier bis ins Jahr 1971. Und dann steht hier unten, das Heuerlingsverhältnis ist mit dem, kann ich nicht genau lesen, also mit der Abrechnung 1971 mit Wilhelm Rolf aufgehoben. Punkt. Ende. Das ist das Ende einer Epoche. Das ist das Ende des Heuerlingswesens. Die Faszination für das alte Haus und seine Geschichte ist über den Sommer bei Willi und Rolf noch weiter gewachsen. Obwohl sie mit der Renovierung nicht so weit gekommen sind wie erhofft, laden sie nun zur Einweihungsfeier. Der Anlass ist einfach, wenn man irgendwo hinzieht, dass man, gehört es sich so, dass man sich vorstellt, dass wir sagen, die Nachbarn und diejenigen, die hier mit dem Kotten eine Geschichte verbindet, die laden wir einmal ein, wie momentan der Stand der Dinge ist. Es ist eben halt nicht fertig, wahrscheinlich wird sie auch nie fertig werden. Also die werden total neugierig sein und erstmal überall reindrängen, das ist ja auch klar, das möchte man denen ja auch zeigen. Denn es ist ja so, dass dieses Objekt quasi jahrzehntelang hier so ein Schattendasein geführt hat, dass eben der Vorpächter selten da war und dass es eigentlich auch keine Gelegenheit gab, also hier mal reinzukommen. Rund 20 Gäste werden zum Tag der offenen Tür im Kotten erwartet. Willi und Rolf sind gespannt auf die Reaktion ihrer Besucher. Was sagst du, Herbert? Ein bisschen? Hier war sonst eine Tür, dann war die Stube, Schlafzimmer. Wann warst du denn das letzte Mal hier? Letztes Mal? Ja. Einmal auf dem Samstag mal. Nein, ich meine, welchen Samstag? Wo das noch zu war, wann war das? Ja, da waren wir Kinder noch. Kinder in den 50er Jahren, Anfang der 50er.
Und er hat erzählt, das ist ein Taubenschlaf gewesen, wo wir jetzt unsere Darm zu haben. Ja, das stimmt. Da war ein Darm. Mhm. Okay. Ja, Kick. Ja, ja, auch noch mehr was. Was Theo lernt. Ja, komm so hin. Aber wie könnt du essen, wir werden an warmen Ohrmsellen ausgewählt. Ich bin hier immer wie es noch Kind. Wie jetzt kommt er mir vor aus in Kloppenburg so ähnlich. Ah, ne? Museumsdorf. Genau, ja, genau. Ja. Was schon so, ne? Ja. Ja, und dann als Kinder haben wir gespielt, kannst du ja mal verstehen, ne? Ja. Was? Und seitdem bist du ja nicht in gewesen? Und da habe ich das brauchst du dir nicht mehr anschauen. Das ich glaube, wir werden noch 2 Stunden hier sitzen und dann wird das vielleicht das ein oder andere noch mal zum dritten Mal wiederholt erzählt werden und dann muss sich irgendjemand hinsetzen und das mal aufschreiben. Es ist so an der Zeit, dass man so ein paar Dinge jetzt festhalten muss. Es ist nach wie vor für mich eher das Gefühl, hier in der Heimat zu sein. Und das ist nicht nur Landschaft, sondern das sind vor allen Dingen Menschen. Das sind dann Gebäude, mit denen man ja, dann die Verbindung dann ziehen kann zu den jeweiligen ehemaligen Bewohnern oder diejenigen, die noch die Bewohner, die hier gewesen sind, gekannt haben. Und das finde ich eigentlich äußerst spannend. Also Geschichte sozusagen ja, mitzuerleben. Es ist Anfang November und für Sandra und Alex beginnt ein ganz neues Kapitel ihres Landlebens. Ja, heute ist unser großer Tag. kaum zu fassen, dass wir so weit sind jetzt. Genau, unser Hofladen wird heute eröffnet. Und in einer Viertelstunde geht's los. Oder öffnen wir den Laden. Ob es losgeht, sehen wir dann. Ja, und wir schauen mal, wie die Resonanz ist heute. Hinter der Familie liegen anstrengende Wochen. Nun hoffen sie, dass sich die viele Arbeit auszahlt. Ja, wir sind aufgeregt. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Ja, moin, hi, grüß dich, hi. Der allererste Kunde, du, hi, ein Ellberger, das freut mich aber. Die neuen Ladenbesitzer bieten ihren Kunden ein kleines, ausgewähltes Sortiment für alle Mahlzeiten. Die strömen neugierig herbei. Auch wenn noch nicht alles so ganz rund läuft. Ja, das Kassensystem, die Tasten alle zu finden, ist natürlich jetzt erst noch mal neu. Ja, da muss man sich natürlich reinfinden, aber das wird auch. Das wird, ne? Ich glaube, heute Mittag läuft das schon viel flüssiger. Im Moment müssen alle ein bisschen Geduld mitbringen, die hier einkaufen. Oh, die haben wir ja. Ja, eben. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Dann noch viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Und schönen Tag. Auch so, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hätte ich nie gedacht, vor einem halben Jahr, dass wir heute in einem eigenen Laden stehen. Also was mir das jetzt zeigt heute ist, dass Träume sich doch schneller realisieren lassen, als man manchmal glaubt. Und wenn man den Zuspruch von heute dann schon erfährt, dann macht das auch Mut, natürlich weiterzumachen.